Adolf Hitler, Tyrann, Massenmörder, geprägt von Hass und Allmachtsfantasien. Doch Richard Wagner bringt ihn zum Lächeln. Der deutsche Komponist, berühmt für seine Revolutionierung der Oper, berüchtigt für seinen Antisemitismus. Was genau hat Hitlers glühenden Fanatismus für Richard Wagner entfacht? Wieso war der deutsche Diktator so ein bedingungsloser Verehrer seiner Musik? Zugegeben, an Wagner kam und kommt man nicht so leicht vorbei. Bis heute werden seine Werke jährlich von tausenden Menschen bei den legendären Festspielen in Bayreuth gefeiert. Seine Fans, die sogenannten Wagnerianer, verneigen sich weltweit vor ihm. Doch Hitlers Liebe zu Wagner und seinem Werk ist extrem. Was hat ihn an Wagner fasziniert? Wir haben 7 Gründe gefunden. Hitler liebt Heldensagen. In Wagners dramatischen Opern sieht er sich selbst als übermächtigen Sieger. Wagner bestärkt Hitlers Hang zum Künstlertum. Hitler, der sich ja immer als Künstler gesehen und verstanden hat, hat eine Art ästhetischer Geistesverwandtschaft mit Richard Wagner gespürt. Hitler und Wagner sind Antisemiten. Wagner ist schon früh der Ansicht, die Juden sind an allem schuld. Das bestärkt Hitler in seinem antisemitischen Feindbild. Wagners Bayreuth ist Hitlers Energiequelle. Er betrachtete die Woche Bayreuths als die einzigen Ferientage, die er überhaupt im Jahr hatte. Bei den Wagner-Festspielen tankt Hitler auf. Die Wagners sind Hitlers Ersatzfamilie. Für uns war er überhaupt nicht der Führer. Wagners Opern, der Soundtrack der Diktatur. Parteitage und Luftangriffe. In der Wochenschau im deutschen Propagandakino werden sie unterlegt mit Wagners Opern. Politik als theatralische Inszenierung. Wagner befeuert Hitlers Größenwahn. Riesige Orchester und Harmonien, die tief in die Seele dringen. Gab es je bessere Hintergrundmusik für Größenwahn? Doch bevor es losgeht, wer war überhaupt dieser Richard Wagner? 1813 geboren in Leipzig. Ein grandioses Genie, aber auch ein selbstherrlicher Egomane. Er will die Oper als Gesamtkunstwerk neu erschaffen. Die Texte seiner Opern schreibt er alle selber. Es entstehen bombastische Inszenierungen. Das Orchester erstmals versteckt im Graben und das Publikum komplett im Dunkeln lauscht Opern, die bis zu 16 Stunden dauern. Wagner lässt ein imposantes Festspielhaus in Bayreuth erbauen, einen Tempel für seine Musik. Seine Opern setzen neue Maßstäbe und erlangen Weltruhm. Er verstirbt 1883. Bis heute wird der Komponist von Millionen Menschen kultisch verehrt. Das Festspielhaus in Bayreuth ist der Pilgerort für Wagnerianer aus aller Welt. Denn hier wird jedes Jahr einen ganzen Monat lang nur Wagner gespielt. Wagner, Wagner, nichts als Wagner. Und nun zurück zu unserer Frage. Warum vergötterte Hitler Richard Wagner? Schauen wir uns die 7 Gründe mal genauer an. Hitler liebt germanische Heldensagen und findet, die hat keiner so pathetisch ausgelotet wie Richard Wagner. Das ist natürlich zum einen die Musik, diese überwältigende Tonsprache Richard Wagners, die ganz tief in die Seele zu dringen imstande ist, aber natürlich auch in den Themen, in den Stoffen, die ja nun im germanischen Mythos wurzeln. Das, denke ich, hat Hitler im Wesentlichen angesprochen, aber auch diese Idee der Erlösung, der Überwindung von defizitären Realitäten und so weiter. Alte germanische Heldensagen, bildgewaltig inszeniert. Im legendären 16-stündigen Ring des Nibelungen kämpfen Götter und Menschen um das Rheingold, den Stoff, der absolute Macht verleiht. Die Oper Lohengrin kreist um einen legendären Ritter, der um das Vertrauen seiner Geliebten Elsa kämpft und macht Hitler 1901 zum Wagner-Fan.
In seinem Buch Mein Kampf berichtet er von seinem Erweckungserlebnis, das er schon als 12-Jähriger hatte. Als erste Oper meines Lebens Lohengrin. Mit einem Schlage war ich gefesselt. Die jugendliche Begeisterung für den Bayreuther Meister kannte keine Grenzen. Immer wieder zog es mich zu seinen Werken. 1905 besucht Hitler eine Inszenierung von Rienzi, Wagners Oper über einen mutigen römischen Politiker, der sein Volk retten will. Das beflügelt Hitlers Hang zum Größenwahn. Das berichtet der Jugendfreund Adolf Hitlers, Kubizek, wie die beiden nach einer Aufführung des Rienzi am Linzer Stadttheater auf den Freien Berg gestiegen seien bei Nacht und dann Adolf Hitler in einer Art entrückten Vision ein Bild des zukünftigen Deutschland entworfen habe unter dem Einfluss dieser Rienzi-Aufführung. Ein einfacher Mann aus dem Volk, der das Römische Reich vor der Dekadenz retten will. Was für eine Vision, denkt Hitler. In dieser Rolle sieht er sich auch als Retter. Wie jemand es schafft, zumindest einen Teil der Bevölkerung hinter sich zu bringen, mit den Mitteln der Rede, der Rhetorik, des Charisma oder wie auch immer. Das war für ihn vorbildlich. Doch Rienzis Aufstieg endet wenig glorreich. Das Volk wendet sich gegen ihn. Der Held stirbt tragisch. Taugt das zum Vorbild? Da hat Hitler dann gesagt, ich habe aus dem Schicksal Rienzis gelernt. Denn Rienzi ist gescheitert, weil er keinen Machtapparat hatte. Er hatte keine Partei hinter sich und er hatte keine schlagkräftige Truppe hinter sich, wie Hitler dann die SA. Der hatte die Partei NSDAP und die SA. Also er macht genau das richtig, was Rienzi falsch gemacht hat. Und deswegen kann ihm das nicht passieren. Interessantes Argument. Hitler liebt Heldenfiguren wie Lohengrin und Rienzi. Wagners Opern befeuern Hitlers Streben nach Macht. Hitler sieht sich als Künstler. Bevor er die Welt in den Abgrund stürzt, versucht er sich als Maler. Hitler hat sich primär als Künstler verstanden und nicht unbedingt als Politiker. Zweimal bewirbt er sich an der Kunstakademie in Wien, scheitert und hält sich mit dem Verkauf von selbstgemalten Aquarellen über Wasser. Vielleicht, wenn sie ihn aufgenommen hätten, wäre die Geschichte anders verlaufen. Aber das ist überflüssige Überlegung. Manchmal überlegt man ja so, was wäre, wenn. Ne? 1908, noch ein Anlauf, jetzt als Komponist. Hitler versucht sich an der unvollendeten Wagner-Oper Wieland, der Schmied. Hitler hat gesagt, ich mache das, was Wagner nicht fertiggebracht hat. Ist natürlich in Anfängen schon gescheitert, weil er kein Handwerk hatte, wie man Noten schreibt und wie man überhaupt Musik entwickelt. Als Künstler gescheitert, stürzt sich Hitler frustriert in die Politik. Er lebt seine Begeisterung für die Kultur nun als Wagner-Fan aus. Hitler und Wagner sind Antisemiten. War es gekränkter Stolz oder schlichtweg Neid, der Richard Wagner dazu brachte, die Juden zu hassen? 1850 schreibt er ein Pamphlet, das Judentum in der Musik, beklagt einen, Zitat, zersetzenden Einfluss der Juden auf die deutsche Kultur. Die Vorwürfe waren, dass es da eine schreckliche Entwicklung im Sinne Wagners gegeben habe, dass die Juden zu viel Macht bekommen hätten. Und zweitens, gerade bei jüdischen Komponisten sei es eben bemerkbar, dass sie von Hause aus unproduktiv seien, dass sie mangels schöpferischer Produktivität einfach nur nachmachen, was andere vormachen. Seine Frau Cosima, selbst erbitterte Antisemitin, hat Wagners alltäglichen Judenhass in ihren Tagebüchern festgehalten. Er sagte im heftigen Scherz, es sollten alle Juden in einer Aufführung des Nathan verbrennen. Spiegelt sich dieser Antisemitismus auch in Wagners Werken wider? Jens Malte Fischer hört vor allem in den Meistersingern deutliche Anspielungen. In einem Sängerwettstreit singt die Figur des Beckmesser besonders scheußlich und klaut auch noch die Lieder anderer. Ja, dieses Herumgeschmier, das beschreibt Wagner im Judentum in der Musik wirklich als Kennzeichen von Synagogenmusik. Und sagt, wie kann jemand überhaupt so singen? Das ist ja alles ganz schrecklich. Und das scheint mir hier
auf eine sehr eindrückliche Art parodiert von Wagner. . 2017, die erste Inszenierung eines jüdischen Regisseurs in Bayreuth. Barry Kosky, Australier, er legt den Finger in die Wunde und inszeniert die Oper als Hetzjagd auf einen jüdischen Sänger. Ich setze mich nicht mit der jüdischen Kultur auseinander, sondern mit der Parodie von Antisemitismus. Beckmesser verkörpert den Sündenbock, der alle Verantwortung trägt. Das ganze Trauma eines Volkes. Genau darum geht es. Sie machen ihn zum Juden in meiner Inszenierung. In seiner Inszenierung Der Meistersinger von Nürnberg geht Barry Kosky mit Richard Wagner ins Gericht. Ich glaube, Wagner hat sich seine eigene Hölle erschaffen. Er rollt zwar nicht wie Sisyphos den Stein auf den Berg, aber steht für immer im Zeugenstand und muss sich dafür rechtfertigen, was er gesagt hat und was mit seiner Musik passiert ist. Ich glaube, aus dieser Position kommt Wagner nie wieder raus. Und doch wird der Komponist Jahr für Jahr bei den Bayreuther Festspielen im großen Stil gefeiert. Schaulaufen der Prominenz aus Politik und Kultur. Ein antisemitischer Propagandist gefeiert als deutsches Genie. Für viele jüdische Musiker ist das eine Provokation. Juri Gurgi von der Band Rotfront war geschockt, als er auf Wagners Pamphlet gegen die Juden stieß. Merkwürdig. Also ich dachte, ich habe was falsch verstanden. Ist das tatsächlich, ist das der gleiche Typ? Ist das der Komponist, ist das der Wagner? Oder ist das ein Kranker mit dem gleichen Namen? Nein, war ja die gleiche Person. Spannend. Listen to the sweet Wagner Melody. Gurgis Antwort, er formt musikalische Motive von Wagner um. In ein Klezmerlied über die Liebe eines Israelis zu dem Mädchen aus Bayreuth. Für mich ist Wagner ein Symbol des deutschen Antisemitismus. Klezmer ist auch so ein Stereotyp. Und wir bewegen uns, wir Juden, wir in Deutschland lebende Juden, wir jüdische Musiker in Deutschland bewegen uns irgendwo dazwischen, müssen irgendwie damit leben. Wagner auf einer Seite und Klezmer auf der anderen. Klezmer als die jüdische Musik. Dass man heute in Deutschland Wagner noch feiert, das finde ich sehr, sehr problematisch. In Israel ist Wagners Musik tabu, ein strikter Boykott seit Jahrzehnten. 2001 setzt sich Daniel Barenboim darüber hinweg und spielt in Jerusalem die Ouvertüre von Tristan und Isolde als Zugabe. Ein Skandal. Jetzt hat eine Gruppe Opernmusiker mitten in Tel Aviv eine ganz eigene Auseinandersetzung mit Richard Wagners Werk gewagt. Ich habe einem israelischen Dirigenten gesagt, ich gehe nach Israel, das erste Mal. Ich arbeite da an einer Oper namens Kundry. Und er meinte, hast du einen Bodyguard? Kundry aus Wagners Oper Parsifal, eine Ungläubige, auf ewig dazu verdammt, Männer zu verführen. Jetzt wird sie zur Göttin, ein mutiger, ein zeitgemäßer Umgang mit Wagner. Als ich dann dort war, waren alle dieser Idee gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie hat einen Dialog in Gang gesetzt über die Bedeutung von Wagner und darüber, warum er boykottiert wird. Manche finden, man muss ihn spielen, andere sagen, man darf ihn auf gar keinen Fall spielen. Kundry war ein guter Weg, um ins Gespräch zu kommen. Wagner, der erbitterte Antisemit, für Hitler ein leuchtendes Vorbild. Wagners Bayreuth ist Hitlers Energiequelle.
Das Epizentrum des Wagner-Kults, Bayreuth im Südosten Deutschlands. Da darf Hitler natürlich nicht fehlen. Hier lässt sich Richard Wagner ein eigenes Festspielhaus erbauen, ausschließlich für seine Opern. Hier erschafft er sich mit Haus Wahnfried einen Familiensitz. Und hier findet Wagner seine letzte Ruhe. Für einen Wagnerianer ist Bayreuth das, was für einen gläubigen Moslem Mekka ist. Und einmal im Leben mindestens muss man dahin und partizipieren an der authentischen Aufführung. Hier hat man das Gefühl, am Kern der Sache selbst zu sein. Der Wagnerianer Adolf Hitler kam ja schon sehr früh nach Bayreuth, 1923 bereits das erste Mal. Endlich in unmittelbarer Nähe seines vergötterten Meisters. Von nun an kommt Hitler regelmäßig im Sommer nach Bayreuth, taucht ein in einen mehrtägigen Wagner-Rausch im Kreise der Nachkommen des Komponisten. Wagners Schwiegertochter Winifred behält Hitlers Besuche in bester Erinnerung. Er betrachtete die Woche Bayreuths als die einzigen Ferientage, die er überhaupt im Jahr hatte. Er hat also Bayreuth genossen und hat in der Hauptsache versucht, alles, was an Aufgaben an ihn herantraten, also abzuschieben. Hier wird er gefeiert. Vom Haus Wahnfried bis zum Festspielhaus eine einzige Jubel- und Triumphfahrt. Er stand dann auch meistens im Wagen und am Festspielhauseingang zur Mittelloge, da habe ich ihn dann begrüßt. Lieber Führer, sei so nett und zeige dich am Fensterbrett, schreit die euphorische Menge. Dann tritt Hitler an das Seitenfenster des Königsportals und grüßt die Zaungäste. 1940 ist Hitler zum letzten Mal in Bayreuth. Ich höre die Flügel der Siegesgöttin rauschen. Das sind seine Worte zum Abschied. Die Welt stürzt in den Abgrund, doch Hitler beschließt, die Festspiele sollen weiterlaufen. Die Mitwirkenden werden vom Kriegsdienst befreit, das Publikum aus Kriegsverwundeten zusammengetragen. Wagner zum Trost, Wagner für die Kriegsmoral. Die Wagners sind Hitlers Ersatzfamilie. Familie Wagner ist hingerissen von Hitler. Wagners Schwiegersohn Houston Stuart Chamberlain führt ihn in die Familie ein. Hitler bewundert Chamberlains rassistische und antisemitische Weltanschauung. Seit 1936 zieht Hitler für die Festspielzeit direkt in das Anwesen des Meisters, ins Haus Siegfried, von Wagners Sohn erbaut. Hier darf sich Hitler ausbreiten und entspannen. Er war hier also ganz autonom mit seiner Entourage, aber in unmittelbarer Nähe von Wahnfried. Richard Wagners Sohn Siegfried stirbt 1930. Dessen Frau Winifred übernimmt die Leitung der Festspiele. Wie praktisch, ein warmes, freies Plätzchen für den ewigen Junggesellen Hitler. Im Übrigen kam er eigentlich her, um, ich möchte beinahe sagen, Familienleben zu genießen. Eigentlich nur, um die Kinder zu sehen. Er hatte so große Freude an den Kindern. Onkel Wolf. So nennen sie ihn. Vor allem für die Söhne Wolfgang und Wieland ist der Diktator eine Art Ersatzvater. Mit Visionen für die Oper, für die Festspiele und für ganz Deutschland, was seinen Ersatzsöhnen einiges abverlangt. Hier hinter mir der Kamin. Hitler war ja etwas pyromanisch veranlagt und hat da immer gerne gesessen bis in die frühen Morgenstunden. Und Wieland und Wolfgang mussten ihm dann immer zuhören, seinen endlosen Monologen, hat Wolfgang Wagner mir noch erzählt. Die wollten eigentlich ins Bett und schlafen und mussten dann immer hier die Gesellschafter machen. Und Winifred? Die glühende Verehrerin des Nationalsozialismus ist schlichtweg verzückt von ihrem prominenten Freund. Für uns war er überhaupt nicht der Führer, nicht? Ich habe ja nie was Abstoßendes von ihm erlebt. Das ist ja das Merkwürdige, nicht? Er hatte diese österreichische absolute, also Herzenstakt und Wärme. Nach 1945 wird Winifred Wagner im Entnazifizierungsverfahren vor Gericht gestellt, muss sich für ihre Nähe zu Hitler rechtfertigen.
Die Leitung der Festspiele geht an ihre Söhne. Die versuchen zu retten, was zu retten ist, und wenden sich entschieden von dem dunklen Kapitel ab. Winifred Wagner bleibt sich und ihrem Freund Hitler treu, lädt unbeirrt alte Nazi-Größen in ihr Haus. Ich meine, wir alten Nationalsozialisten haben nach dem Krieg einen neuen Decknamen erfunden, da man in aller Öffentlichkeit ja nicht über ihn reden konnte. Und wenn man über ihn reden wollte, dann haben wir ihn USA genannt. Das heißt auf Deutsch unser seliger Adolf. Die Wagners, für Hitler eine echte Ersatzfamilie. Wagners Musik, der Soundtrack der Diktatur. Wagners Werk ist die ideale Begleitmusik für Hitlers politische Ziele. Diese enorme Eindruckskraft, mit denen man also mit Hilfe der Musik, aber auch der Texte, der Handlungen, mit denen man die Zuhörer und Zuschauer überwältigen kann. Das war ja ein Zentrum der NS-Propaganda. Zur Eröffnung des jährlichen Parteitags die Ouvertüre von Hitlers geliebtem Rienzi. Pathos und Bombast. Wenn Sie sich den berüchtigten Parteitagsfilm von Nini Riefenstahl anschauen, Triumph des Willens. Oder das, was Herr Speer damals mit den Lichtdomen gemacht hat. Das waren ja Open-Inszenierungen. Und so wird dann auch in der Wochenschau ein Luftangriff zum theatralischen Heldenauftritt. Die Bläser des Walkürenritts zur inszenierten Kampfansage. Dieses verlogen, erhabene und pathetische, was die NSDAP-Propaganda auf raffinierte Weise benutzt haben, all das lässt sich natürlich mit Wagners Opern dann ganz gut verbinden. Wagners Pathos. Für Hitler der Soundtrack der Diktatur. Wagner befeuert Hitlers Größenwahn. Think big. Hitlers Erlöserfantasien vom Deutschen Reich kommen zu Wagners Musik erst richtig in Wallung. Gab es je eine bessere Hintergrundmusik für Größenwahn? Diese bombastische Musik passt ganz gut zu solchen Fantasien. Wagners Musik hören, das führt manchmal dazu, dass Saiten im tiefsten Inneren zum Klingen gebracht werden, von deren Existenz man vielleicht bis dahin gar nichts wusste. Ich glaube, das ist wie mit jeder Droge, und Wagner ist eine Droge. In Maßen genossen kann sie auch gesund machen. Im Übermaß kann sie krank machen. Das vermuteten schon die Ärzte im 19. Jahrhundert und sagten Wagners Musik eine verheerende Wirkung nach. Hysterie, Wahnsinn bis hin zum Tod. Vor allem der Tristan riss so manche ins Grab. Der erste Tristan-Sänger starb 1865 im sogenannten Wagner-Delirium. 1911 ein weiteres Wagner-Opfer, der Dirigent Felix Mottl. Mitten in einer Aufführung erleidet er einen Herzanfall und stirbt. Ein halbes Jahrhundert später bricht sein Kollege Josef Kalbert an der gleichen Stelle tot zusammen. Hat Wagners Musik Hitlers pathologische Seite noch verstärkt? Eine Art Brandbeschleuniger für Hitlers krankes Hirn? Was hat es mit dieser lebensgefährlichen Musik auf sich? Ich denke, das liegt vor allem an den Harmonien. Diese fünfstündige Oper basiert auf einem sexualisierten Trick mit den Harmonien. Der zweite Akt lässt einen verzweifelt auf den Höhepunkt warten, aber er wird einem nicht gegeben. Die Liebenden, die nicht zueinander können. Hier schon wieder die gleiche Spannung. Und dann endlich die Tonika, auf die man 5 Stunden lang gewartet hat. 5 Stunden fiebern die Zuschauer dem Höhepunkt entgegen und als Erlösung wartet der Tod. Diese morbide Kombination aus Erotizismus und Todessehnsucht macht Wagner so stark und auch ein bisschen beängstigend. Hoffnung auf Erlösung von der irdischen Existenz, ein Verlangen, das auch Hitler nicht fremd ist.
Er hat immer auch Suizidgedanken gehabt. Wenn er an schwierigen Punkten war, wo er zu scheitern drohte, gab es immer diese Äußerungen, eiskalt und brutal Schluss zu machen, sich zu erschießen. Das war so ein Leitmotiv. Und das hat er dann ja auch 1945 im Führerbunker in Berlin in die Tat umgesetzt. Auch im Tod Adolf Hitlers darf Wagner nicht fehlen. Untermalt mit Siegfrieds Trauermarsch der Götterdämmerung wird das klägliche Ende des Führers im Radio verkündet. Eine gefährliche Nähe zwischen den beiden Deutschen. Abgründe, derer man sich bewusst sein sollte. Man kann und darf eigentlich nur dann guten Gewissens Wagnerianer sein, wenn man auch bereit und in der Lage ist, die Kehrseite der Medaille zu betrachten, die es eben auch gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit Wagner wie mit Zigaretten umgehen könnte, wo man auf der Schachtel eine Warnung hat.